So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Ihr seht es mal wieder, wir sind mal wieder beim Mindtest. Ich wollte mich hier einfach mal wieder. Oh Gott, ja, da wollte ich ja noch Sand hintun. Wollte ich da Sand hintun? Das ist noch so ein bisschen die Frage, wenn ich nicht sogar die Ebene ein bisschen abtragen wollte und ich glaube den Hügel da hinten auch. Jetzt wird es auch noch Nacht. So ein Blödsinn. Ich wollte mal wieder eine Runde Mindtest spielen. Aus unterschiedlichen Gründen. Einer der Gründe ist auf jeden Fall der, dass ich momentan ein bisschen einfach nur vor mich hin plappern und labern will, ohne wirklich groß viel zu tun. Wir haben ja hier unser Bett und eine Menge Miesmonster-Einträge, die nicht definiert sind. Ich denke. Okay, es ist noch keine Nacht. Wir können eigentlich mal, solange es noch nicht Nacht ist. Essen habe ich glaube noch genug. Ich müsste da hinten mal gucken, wie es mit dem Weizen aussieht. Den wollte ich ja. Oh, da vorne. Aber hinten sieht er nicht so gut aus. Da vorne ist schon wieder ein Monster gewesen. Na gut, wie auch immer. Ich würde gerne eine Runde schlafen. Bis zum nächsten Morgen. So. Ah, da ist das Erdmonster. Da ist der Weizen. Da hinten habe ich mich durch den Sand gegraben. Okay. Nichtsdestotrotz. Warum bin ich hier? So. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt. Ich war jetzt ein bisschen eine etwas längere Zeit nicht wirklich damit beschäftigt, Aufnahmen zu bereitzustellen oder dergleichen. Hat einfach den folgenden Grund, dass ich halt einfach zeitlich ein bisschen indisponiert bin und ein paar andere Sachen, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, zu tun habe, aber ich habe mich einfach anderen Sachen gewidmet. Komme ich hier jetzt wieder raus? So, ich habe mich eigentlich im Wesentlichen einfach anderen Sachen gewidmet. Und die Spiele sind halt ein bisschen zu kurz gekommen. Anno ist auf jeden Fall nicht gecancelt. Anno wird noch stattfinden. Die Map, das Bündnis, das habe ich auch bisher irgendwann mal. Okay. Ich bin gerade wieder sehr konfus. Lass mich wieder vorne anfangen. So, warum spielen wir überhaupt Minecraft? Ich wollte mal wieder schauen, wie denn hier so der Stand ist. Aber ich wollte auch eben die Zeit nutzen, die mir Minecraft bietet, um einfach mal ein bisschen in der Gegend rumzulabern. Einfach um so ein paar Sachen zu besprechen. Was momentan hier mit dem Kanal los ist. Einfach damit ihr auch nicht im Leeren hängt. Und der Punkt ist einfach der, dass ich momentan zeitlich ein bisschen indisponiert bin. Also es passieren gerade so ein paar Dinge in meinem Leben, das ist nichts Wildes, lauter schöne Sachen eigentlich. Oder spannende Sachen, spannende Lebensabschnitte, sagen wir es mal so. Aber es gibt halt genug Dinge, die dann zeitlich meine Aufmerksamkeit brauchen und ja, dann kommt halt das ein oder andere einfach ein bisschen zu kurz. Und was ein bisschen zu kurz kommt, ist halt dieses Hobby, Videos auf YouTube hochzuladen. So. Habe ich jetzt überhaupt Holz noch? Nee. Habe ich hier noch irgendwas? Crafting. Items. Irgendwas ist jetzt gerade anders. Ich wollte eigentlich mein Inventar haben. Okay, das hier ist mein oberes Teil. Das hier sind meine Ge Ich hatte doch einen Rucksack.
Wieso kann ich meinen Rucksack jetzt nicht mehr angucken? Ich hatte doch einen Rucksack, der viele unterschiedliche Taschen hatte. So, gehen wir mal hier hin. Dann schauen wir mal hier. Da ist es leer. Da ist leer. Da ist leer. Und da ist auch leer. Okay. Wie gesagt, ich weiß eigentlich wirklich gar nicht mehr wirklich, was wir denn alles so gemacht haben. Was ich auf jeden Fall gerne machen wollen würde, ist vielleicht. Ich fasel wieder von anderem Zeug als das, wo ich eigentlich reden wollte. So, was ich auf jeden Fall gerne machen würde, ist, ich würde hier gerne mal eine Ebene reinziehen und das können wir quasi nutzen, um ein bisschen Gespräche zu führen. Dafür sollte ich mir Holz zulegen. Aber ich könnte auch den Kaktus da zerstören. Das ist vielleicht auch nicht so blöd. So, machen wir hier mal die Kakteen weg. Die Kakteen weg. So. Schauen wir hier nochmal, was es da so gibt. Ah, okay, hier wollte ich schon mal eine Ebene ziehen. Was gibt's denn da hinten? Ah, Spinnen. Okay. Da will ich jetzt eigentlich gerade nicht hin. Und da oben. Ja, es ist noch so ein bisschen die Frage, wie groß ich diese Halle ausbauen möchte. Ob ich quasi die Wände da noch lassen möchte oder ob ich die einfach abreiß. Theoretisch könnte ich das machen. Aber hier wollte ich auch Wasser haben. Wobei da die Frage ist, ob ich das Wasser nicht nach unten ziehe. Naja, gut. Das sind alles Themen, mit denen ich mich jetzt eigentlich gerade gar nicht beschäftigen möchte, sondern vielleicht mal später. Ich bin eher am Überlegen, ob ich mir nicht eine Geheimverbindung zum Keller von meinem Haus mache. Aber das ist eigentlich schlecht, weil ich dann ja in meinem Haus in meinem Haus selber eine Verbindung zu dem unterirdischen Ding brauche und das wollte ich eigentlich vermeiden. So, jetzt schauen wir mal, wo haben wir denn Holz? Metalle und Waffen, Holz. Holz klingt gut. Okay. Würde ich dich ganz gerne mal mitnehmen und dich ganz gerne. Ich mache das jetzt einfach mal wirklich voll. So. Dann können wir hier im Inventar sagen, zack. Ja, wunderbar. Ach, das geht ja mit dem Vollmachen gar nicht dann. Okay, das geht ja dann wirklich gar nicht. Das ist ja dann ein bisschen doof. So. Machen wir das mal so. So, ich denke, ich werde jetzt nämlich viele brauchen auf jeden Fall. Zack, zack. Okay, so, dann war das hier. Hier war Holz, ne? Da sollte ich das vielleicht mal wieder reinschmeißen. Zack. Und dann sollte ich dich vielleicht nehmen. Sollte ich dich hier auch wieder reinwerfen. Und dann sollte ich im Inventar vielleicht nochmal gucken. Zack. Und zack. Eigentlich wäre das vielleicht gar nicht so blöd.
Und so. Die kann ich ja nicht stacken, ne? Das ging nicht. Nee, das ging nicht. Dann lassen wir das mal. Okay. Ja, das ging nicht. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt, der Gedanke von mir. Schotter. Okay, warte mal. Stein haben wir doch hier hinten, ne? Stein. Stein. Rohstoffe. Haben wir hier noch Platz? Ein bisschen. Können wir dich da mal reintun? Da haben wir Rohstoffe. Da haben wir nix. Da haben wir auch nix. Aua. Okay, also Stein haben wir echt viel, aber den sollte ich vielleicht mit nach unten nehmen. Wir werden ihn unten nämlich auch brauchen. So, und da gibt's Holz. Da würde ich ganz gerne trotzdem noch mal einen mitnehmen. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir es gebrauchen können. So. Also. Lass mich. Lass mich, ja. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, wir gehen hier raus. Wir machen die Tür wieder zu, damit nachher keine Monster reinkommen. Wir schauen mal da in die Ferne. Okay, das waren Bäume, diese schwarzen Schatten. Dann würde ich gerne hier nochmal zu dem Brunnen gehen. Da hinten können wir immer noch. Ja, da sind irgendwelche Knoten. Also ich hatte mal diese Miesmod. Diese Miesmonster. Mod, die war so gesehen nicht ganz so optimal. So, also, wir machen mal die Kisten hier voll. Dann machen wir mal stupide Arbeiten. Okay, dich und dich kann man zusammenpacken. Kann ich dich dahin tun? 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 Und würde ich dich gerne mal dahin tun? Was bist denn du eigentlich? Ah, Baumwolle, okay. Das Zeug ist jetzt eigentlich gerade mal. Wir können es eigentlich. Ach komm, pfeif drauf. So, das Zeug ist gerade mal egal momentan. Ich murstel dich hier mal weg. Und wie gesagt, nutze jetzt die Gelegenheit der stupiden Arbeit für ein bisschen Quasilowski, also Quasselkowski oder irgendwie sowas. Also, ich wollte mit euch einfach eine Runde quasseln. Und zwar, wie gesagt, es war ja jetzt schon länger so, dass ich ja jetzt schon länger keine Folgen mehr gebracht habe. Und wie gesagt, der Grund war einfach der, dass ich halt zeitlich indisponiert bin, dass bei mir in meinem Leben gerade so ein paar Dinge geschehen, die halt spannend sind. Nichts Wildes, wie gesagt. Nur eben ganz normales Leben. Man entwickelt sich weiter. Man verändert sich und so weiter und so fort. Und ich halt nicht immer die Zeit und die Muße und vor allem die Ruhe gefunden habe, um weiterhin Folgen aufzunehmen. Und deswegen haben meine Folgen auch ein bisschen gelitten. So, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich schon vorgenommen, Anno zumindest die Kampagnen durchzuspielen. Ich meine, Endlosspiel kann man bei Anno nicht durchspielen, deswegen habe ich mir das natürlich nicht vorgenommen, Endlosspiel durchzuspielen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich mir halt vorgenommen, Anno durchzuspielen, aber momentan fühle ich mich wenig bemüßigt, wirklich Anno im Detail zu Ende zu führen. Ich bin momentan bei der Karte das Bündnis. Da bin ich das letzte Mal. Als ich Anno gespielt habe, habe ich es auch bis dahin geschafft und dann die Karte Piratenplage bin ich dann ausgestiegen. Was ein bisschen, wie sagt man das, blöd war. Aber man kann es auch sagen, das, was ich ein bisschen schade fand. Aber gut, so ist es. Und momentan ist jetzt ungefähr auf gleicher Höhe, dass ich schon wieder so ein bisschen einen Hemmschuh habe.